das hier ist unser kostbarer Eckstein. Oh, aber seht nur, diese Dornen, sie müssen das Werk sehr böser Mächte sein. Was das wohl zu bedeuten hat? Maja Fitz! Das glaub ich nicht. Sieh an, sieh an, sieh an. Wen haben wir denn hier? Wenn das nicht der verwünschenswerte Träger des Schlüsselschwerts und seine jämmerlichen Lakaien sind. Warte, jetzt tatst du was erleben! Alles zu seiner Zeit. Ich verspreche euch, ihr bekommt meine Rache noch ausgiebig zu spüren, aber habt Geduld. Was hast du hier zu suchen, Malefiz? Ah, Königin Minnie, strahlend wie immer. Ich komme in einer Grundbesitzangelegenheit. Ich möchte das Schloss für mich haben. Allerdings ist es für meine Bedürfnisse etwas zu hell hier. Ich werde wohl jedem Raum meinen persönlichen dunklen Anstrich geben müssen. Du hörst besser auf mit deinen Machenschaften, sonst bereust du es. Jetzt macht ihr mir aber Angst. Na schön, ich höre auf damit. Sobald das Schloss mir gehört. So eine Hexe. So etwas hat es noch nicht gegeben. Ich habe alle Aufzeichnungen in der Bibliothek durchgesehen, konnte aber keinen Hinweis finden. Oh. Fragen wir doch jemanden, der sich mit allerlei Dingen auskennt, die nicht in Büchern stehen. Eine grandiose Idee. Merlin fällt vielleicht etwas zu diesem Schlamassel ein. Bitten wir ihn um Rat. Wir haben ihn in Hollow Bastion getroffen, stimmt's? Ja, auf geht's. Jemand zu Hause? Merlin! Das Schloss ist in Gefahr! Was soll denn der Aufruhr? Hoho, sieh an, ihr seid's! Und dein Gesicht verrät mir, du hast seit dem letzten Mal dazugelernt. Wirklich? Keine Zeit jetzt! Wir haben ein großes Problem! Es ist meine Schütze, ist wieder da! Wo? Etwa im Schloss? Jep, und Herzlose sind auch da. Nicht doch. Mein Schutz will das so zu übernehmen, zu Anteile des Anstands bedeutendes zu überfordern und will es mit Schutzstelle zu überfordern. Überall im Schloss sind Herzlose. Könige Hölle ist in Gefahr. Des einen zwei Augen sparen dem anderen tausend Worte. Aha, aha, verstehe. Was geschieht hier, Merlin? Es sieht nicht gut aus. Nein, ich muss sagen, die Lage ist sogar äußerst ernst. Was ist das? Mein Junge, das ist ein Tor zu einer einzigartigen Welt. In dieser Welt findet ihr den Verantwortlichen für die Vorkommnisse im Schloss. Da bin ich mir sicher. Trevor! Wir wussten, auf dich ist Verlass, Merlin. Los, schnappen wir ihn uns. Ein Moment noch. Natürlich müssen die Übeltäter aufgehalten werden. Aber vorher müsst ihr noch etwas erledigen. Irgendwo in dieser Welt muss es eine weitere Tür geben, die genauso ist wie diese.
Ich nehme an, unsere Feinde benutzen diese Tür. Solange sie offen steht, ist das Schloss in großer Gefahr. Sora, du musst diese Tür finden und wenn du sie gefunden hast, versiegle sie mit deinem Schlüsselschwert. Alles klar. Verlasst dich auf uns! Ach, und noch was. Ihr begebt euch in eine wirklich ganz besondere Welt. Solange ihr dort seid, könnte ihre Beschaffenheit euch dazu anstiften, etwas Ungehöriges zu tun. Ihr müsst dieser Versuchung widerstehen. Was soll das heißen? Ihr werdet es bald wissen. Ich vertraue fest auf euch, ihr drei. Schaut mal, da ist ja der Eckstein des Lichts. Was ist denn hier los? Alles ist schwarz-weiß. Alter, hier tut mir alles so, vertraut vor? Ja, genau. Warum? Warst du denn schon mal hier? Ihr da, habt ihr hier irgendwelche Halunken gesehen? Ihr Frechen! Pah, ich hab keine Zeit, mich mit euch rumzuärgern, also will ich nochmal gnädig sein. Und schon haben wir unseren Schurken. Thank you.
Was ist los mit euch Zwergen? Passt euch an mir vielleicht was nicht, oder wie? Genau, erraten. Das schreit nach einem Kampf! Huh? Hier geblieben! Was soll das? Was wollt ihr Typen jetzt überhaupt von mir? Wer seid ihr eigentlich? Seid ihr neu hier? Lasst die Scharade! Oh? Au, au! Was meinst du? Also irgendwas ist dir doch faul, oder? Bist du dir sicher, dass das Carlo ist? Natürlich bin ich Carlo, der Kapitän des Dampfschiffes Willi. Hört gefälligst auf, mich zu nerven! Also, haut schon ab! Ich muss den fiesen Schurken finden, der mir mein Schiff geklaut hat! Donnerwetter, vielleicht haben wir uns geirrt. Das glaube ich langsam auch. Er hat noch nicht einmal Herzlose gerufen. Tut uns leid, dass wir dir Ärger gemacht haben, Kapitän Carlo. Oh ja? Wenn es euch wirklich leid tut, dann sucht mein Dampfschiff! Geht klar. Aua, aua, mein Rücken! Schaut mal, da ist ja der Eckstein des Lichts. Was ist denn hier los? Alles ist schwarz-weiß. Das hier tut mir alles so, so... Vertraut vor? Ja, genau. Warum? Warst du denn schon mal hier?